Hallo und willkommen zurück. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen, deswegen sind wir auch bei einem anderen Rufus, als wir aufgehört haben. Und wir müssen ja an diese Kiste. Ich habe jetzt überlegt, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn wir das von hier oben probieren, mit den Rotzis, Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! vielleicht können wir das dann so ganz Legolas-like, Junge. Hey, Rotzis! Geht Könntet ihr das? vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Ernsthaft nicht? Aber Herr Rufus! Aber Herr Ru Schon klar. Ach Mist, das klappt doch nicht. Können wir uns hier rüberschwingen? Irgendwie mit. Ich weiß nicht, mit was. Hä? Ist ja blöd. Als, ich weiß nicht. Können wir das da drüber legen? Mit diesem Plunder würde ich nicht mal. Da brauche ich schon richtig. Gehen wir das mal zurück. Ich weiß nicht, ob wir das hier unten brauchen. Können wir die eigentlich aufmachen? Na, Pass dann auf. wollen wir doch mal nachsehen, Was was ist hier Lotti da überhaupt? Schönes in ihrer Brotdose hat. Ah, da. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Okay, jetzt haben wir Hormone, aber ich habe keine Ahnung, wofür wir die brauchen könnten. Ein Kuhfuß. Also eine Brechstange. Können wir die vielleicht eintauschen? Hallo, ich möchte die Zähne einschlagen. Ich bitte Sie, sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Aha. Mist aber auch. Das kann doch nicht sein. Fange ja genauso verplant an, wie ich aufgehört habe. Okay, Toni, was ist das denn? Toni ist ja wieder da. Rezept? Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutpforte. Einmalige Anwendung. Können wir es Was ist mitnehmen? das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Hallo. Hey, Toni. Was? Boah, wie bist du denn drauf? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Nein. Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Ja, ich glaube, der Rufus braucht einfach ab und an mal so richtig gepflegt eins auf die Fresse. Und ich glaube, dafür braucht er. braucht der Toni. Die Frage ist nur, wir wissen immer noch nicht, was wir machen müssen. Komm, wir gehen nochmal zu den Rebellen. Aber ich glaube, da können wir auch noch nichts machen. Ich bin mal leise vor mich hin. Huhu! Aufmachen! Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber. Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Möglicherweise, Rufus. Schön. Tschüss. Unerhört. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Okay, das hilft uns aber echt nicht weiter. Was machen wir denn hier? Das muss doch irgendwie gehen. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organon. Warum? Warum?
kann doch nicht sein. Kann ich auch nicht mal rein, ne? Nee. Kann ich den treten und aufwecken? Nö. Da kann ich hier auch noch mal als Organon rumlaufen. Vielleicht kann ich jetzt mit dem reden. Ja. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Kann ich als Organon da auf... Weißt du, da unten auftreten bei unseren Freunden? Hallo? Am Ende nehmen die mich... In diesem Aufzug sollte ich da lieber nicht reinlaufen. Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. Och, du bist so feige. Okay, das hilft alles nix. Das ist auch keine Klappe, die wir betätigen können. Das Problem ist ja, das kommt direkt zurück. Kann ich das, ob ich das Rohr irgendwie, manipulieren kann? Ist die Frage. Oh, das muss doch irgendwie möglich sein. Na? Wisst ihr, ich habe auch einen Fanclub. Wirklich? Was ist dein Lieblings-Cowboy-Dodo-Song? Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich habe keinen Cowboy-Dodo-Fanclub. Ich habe eigene Fans. Also, einen. Meiner ist Schau dich um. Echt? Meiner auch. Aufwachen, ich rede mit euch. Schaut mich gefälligst an. Stimmt, schau mich an, ist auch cool. Oh, Mann. Mit einer Zahnbürste. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohr... Was war das? Hä? Wer mich kennt, weiß... Aber... Das ist doch nicht wahr. Guck mal, Janosch. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Wer mich kennt, weiß, aber... Kann ich das kombinieren? Anhand der Beschreibung? Also bei nee. Kann ich alles nicht? Mann, warum nicht? Das ist doch zum Verrücktwerden. Warum komme ich hier nicht rüber? Aber schon klar. Kann ich mit dem reden so? Hey, ihr Zwerge! Anmarsch! Ja! Oder? Kann ich jetzt rüber? Hallo? Rufus? Nach Größe und Gewicht. Ein. Oder ganz was. Nochmal? Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben die vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Ja! Ach ja! Ach, endlich! Endlich! Mann, so wollte ich das doch die ganze Zeit haben. Nee, die ist fest verrammelt. Das ist nicht dein Ernst. Warte mal, wir hatten irgendwo eine Brechstange. Bei dem, bitte sag's bei... Ja, bei dem. Halleluja. Guck mal. Wehe, du kriegst hier... Bananen. Naja, hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50%ige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Schön. Schön. Runter. Okay. Das war mindestens eine 10.0. Ja, unbedingt. Wir haben da ein Äffchen. Und wir haben eine Banane. Oh, das ist gemein. Äffchen, miam, miam, miam. Na, will das Äffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gerne eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotti. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Was kriegen wir dafür? Hey, komm zurück, du Affe. Was? Mist! Was?
Was zum Teufel ist denn jetzt passiert? Hiermit erkläre ich meine... Ja, okay. Was sitzt du denn hier so faul rum und hältst Maulaffenfeil? Na los, zeig Leben. The show must go on. Wie denn ohne Partner? Ich könnte ja einen Augenblick kurbeln. Vergiss es. Ich werde garantiert nicht noch einmal den Affen spielen. Aber wenn du den Part übernehmen willst, schnapp dir den Filz und los geht's. Nee, lass mal. Ich wäre ein lausiger Affe. Na und? Das war ich auch. Wir hätten misstrauisch werden sollen, dass der Kindergarten alle Faschingshüter auf einmal an die Straße gestellt hat. Schön. Können wir einen der Rotzis verkaufen? Komm, wir nehmen den. Hey! Was soll denn das? Willst du jetzt das Äffchen spielen? Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Filz in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Filz. Er ist das einzig Coole an dem Job. Okay. Aber wir... Hiermit erkläre ich... Ja, ich wollte eigentlich... Hast du eine Kurbel? Hast du schon jemanden gefunden? Der... Noch nicht. Hast du ihnen auch gesagt, dass sie einen Filz tragen dürfen? Rotzis? So, es wird Zeit, dass ihr auch mal ein bisschen Geld ins Haus bringt. Ich habe genau das richtige Jobangebot für euch. Aber Herr Rufus, Kinderarbeit ist doch verboten. Ja, wozu seid ihr denn überhaupt zu gebrauchen? Ja, blöde Frage. Zu nichts. Oh, ihr seid doch, der ist doch gemein. Geh mal hoch. Können wir einem von den beiden den Fez anbieten? Na logisch. Und du machst immer noch nichts, ne? Nee, und die Musik ist auch schon wieder weg. Tüdelü. Tüdelü. Leute! Guck mal! Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten Kantor. Wie jetzt? Ja. Warte mal. Da ist doch eine Kurbel. Können wir daran drehen? Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Ich dachte, du wolltest mir ein Tanzäffchen besorgen. Ja, und? Wie, ja, und? Was soll ich denn mit einem Tanzäffchen, wenn an meinem Leierkasten die Kurbel fehlt? Oder hattest du gar nicht vor, mir einen neuen Partner zu suchen? Ja, na, hör mal, ja sicher doch. Wenn du dich umentscheidest, will ich meinen Filz zurück. Okay. Hier, niemand will sich für dich zum Affen machen. Haben sie gesagt, warum? Nächstes Mal frag ich. Vielleicht können wir jetzt an der Kurbel drehen? Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig. Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder lernen kann. Und diesmal bin ich garantiert nicht das Äffchen. Können wir jetzt kurbeln? Ich weiß zwar nicht, was aber das macht. Dran. Ich brauche die Kurbel zurück. Ja, klar. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber ich will kurbeln. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und blindes Vertrauen in die Hotspot-Beschriftung. Dann hier? Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus. Schön. Was? Ach so, das. Okay, jetzt habe ich den Sinn des Knöpfchens verstanden. Auch in die. Ja. Dann kurbel mal. Au revoir, mes amigos. Was? Möge dieser Wagenheber euren Wagen. Nein. Rufus, das macht er jetzt nicht wirklich. Nein! Rufus, Poet, Menschenfreund, Brückenpatient. Sind die jetzt tot? Sind die jetzt zerquetscht? Warte mal. Müssen die nicht oben. Irgendwie oben. Hoffentlich sind die irgendwo oben rausgekommen. Oh Gott, Rufus! Ach, wie schön. Jetzt haben sie eine schöne Stadtvilla. Die guckt aber ein bisschen verknittert. Hallo, meine Freunde. Süß, die beiden. Das heißt, Moment mal. Ist das nicht... Boon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber
Ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Habe ich das? Sehr seltsam. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Wie ist es dir ergangen? Ach, das aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht... Kann ich... Ach, ihr komm. Beide sagt... Aber... Kann ich mich gar nicht... Kann... Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht dir halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Ciao, Rufus. Tschüss. Ach, die sind so lieb. Hatten wir nicht... Können wir ihm den Liegestuhl vermachen? Ich habe hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow. Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja. Danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Ach, guck mal, wie sie guckt. Na? Klappstuhl, Goon? Was findet June nur an diesem Blindfisch? Eine klasse Frau. Nicht halb so klasse wie Goal natürlich. Aber immer noch 10 Klassen besser als das, was ich Goon zugetraut hätte. Ach, ich freue mich so für ihn. Ach, die kann ich gar nicht angucken. So hoch kann Rufus wahrscheinlich nicht gucken. Geht es voran? Nicht wirklich. Was ist denn das hier? Ich wünschte... Mann, hier muss ich auch einen Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Schön. Können wir mit ihr reden? Ist er nicht süß? Wer jetzt so? Ach, Goon. Ja, und wie? Nein, das meintest du ernst, ne? Ja, das Problem ist, können wir ihr Hormone anbieten? Ach, Rufus, das ist doch nun wirklich nicht mehr nötig. Du hast schon mehr als genug für uns getan. Jetzt haben wir den draußen. Die Frage ist, was können wir da machen? Hier können wir immer noch nichts machen, ne? Nee. Super. Ohne das richtige Werk. Ja. Bei dir? Was ist eigentlich, wenn wir jetzt die Kurbel auswerfen? Oder können wir noch mal dran? Oh, das wäre aber böse. Auch in diesem Jahr. Nein, ach, ich will mal auf das Knöpfchen drücken. Auch in die? Ja. Sag mal, wie oft... Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Oh nein, nein. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Oh nein, was machen wir denn gerade? Ja. Nein. Oh nein. Warte mal, was mache ich denn da? Rufus! Nochmal! Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt! Aber... Nein! Aber... Ach, scheiße. Aber dann braucht ihr sicher nicht mehr den Heizstrahler, oder? Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. Goon und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Oh. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Ja, nimm ihn ruhig.
Gegen die Kälte des grausamen Schicksals, das Bruno mich auseinandergetrieben hat, kommt er ohnehin nicht an. Wow, okay. Können wir diesen Vorhang da auch haben? Viva. Boah, der ist so asozial. Obwohl, es ist mittlerweile der dritte Teil. Eigentlich dürfte es mich nicht mehr überraschen, aber... trotzdem. Sag mal, da müssen... können wir... Och, Mann, trauriger Goon. Und die wippelt wieder vor sich hin. Och, Mann. Oh, er wirkt bedrückt. Wahrscheinlich, weil June fort ist. Das war ja vorherzusehen. Am Ende hat sie endlich erkannt, was sie sich da für ein Loser geangelt hat. Ach, Rufus, Mann. Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Rufus, du Arsch! Du Arsch!